So, was geht ab, Leute? Ein Tag Ramadan Challenge von Nico. Ja, beziehungsweise InScope. Ist auf jeden Fall eine übertrieben geile Idee. Auf jeden Fall Respekt an die Leute, die gefastet haben. Einen Monat lang, ich glaube 30 Tage oder so. Ich denke aber, dieses Jahr ging es auf jeden Fall. Im Vergleich jetzt zum letzten Jahr, ich glaube, letztes Jahr war es richtig fett. Also sehr, sehr heiß, kaum zum Aushalten und so. Also dieses Jahr ging es ja eigentlich. Jetzt, seit einer Woche ist es jetzt warm geworden. Also Sommerwetter kommt auch mal in Deutschland. Naja, also letztes Jahr war es auf jeden Fall viel, viel wärmer gewesen, viel anstrengender. Ich denke, dieses Jahr konnte man es schon gut aushalten. Auf jeden Fall Respekt an die, die es durchgezogen haben. Und ja, geben wir uns einfach mal das Video. Ja, natürlich. Steh auf, Digga. Normalerweise alles entspannt. Ich habe nie Hunger morgens. Heute natürlich übertrieben Hunger. Leck mi doch am Arsch, Alter. Ich merke, mein Mund hat auch die gewisse Feuchte, ja. Leute, wenn ich hier rausgucke, Alter. Heute hat 67 Grad. Junge, 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 da habe ich mir auf jeden Fall den genau den richtigen Tag rausgesucht. Also die letzten Trainings haben echt richtig reingehauen. Ich bin aber auch ein Genius, ne? Ich entscheide mich, mit mehr Volumen zu trainieren. Fange im Zuge dessen direkt mit einer Diät an. Also im Normalfall wäre es natürlich so gewesen, um 5:20 Uhr wäre Sonnenaufgang gewesen. Stier, ich wollte gerade Wer kennt's nicht, Masse aufbauen und gleichzeitig natürlich abnehmen. instinktiv direkt was trinken. Vergiss es. Also um 13:30 Uhr ist Duhr. Um 17:49 Uhr ist ASR. Um 21:40 Uhr ist Maghrib. Ich habe jetzt natürlich nicht um 5:20 Uhr oder vor. Hier, guck mal, um 3:01 Uhr wäre noch Fajr gewesen. Aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe gesagt, ich schlafe lieber länger. Ramadan it in, man. Alter, ich habe gerade auf krank kalt geduscht. Und ich habe mir so, während ich geduscht habe, so vorgestellt, wie das Wasser, das gerade übel kalt und erfrischend ist, in meinen Mund reinfließt und ich das trinken kann. Übrigens, an dem Tag, an dem ich das Ganze hier mache, ist der letzte Tag von Ramadan. Das heißt also, wundert euch nicht, dass das Video online kommt, wo Ramadan schon vorbei ist. Jetzt geht's erstmal ins Office und ja, der erwartet mich demnächst das erste Gebet, Freunde. Bruder, du kannst doch nicht einfach hier rumstehen und dich anbieten, hey! Ey, ich merke schon, das wird ganz behindert heute. Ich schwöre, ich stehe gerade hier wirklich so noch übel benebelt, ne? Ich will so gehen, ich werfe so einen Blick zurück, guck so auf die Apfelschale und ich denk so, und dann realisiere ich so, Digga, was mache ich gerade? Bei mir ist es sowas so ganz schlimm, so psychisch. Wenn mir jemand so sagt, man darf es auf gar keinen Fall tun, dann muss ich es unbedingt tun. Du willst ja auch echt nicht überdramatisieren, ne? Alle Moslems, die fasten, so lange durchziehen, ist echt Respekt an der Stelle. Das ist echt nicht einfach, vor allem an solchen heißen Tagen wie heute, den ganzen Tag nichts zu trinken. Egal, was ich denke, es hat irgendwas mit Trinken oder Essen zu tun. So, meine Freunde, wir haben jetzt 13:30 Uhr. Es wird jetzt Zeit für das erste Gebet. Wie gesagt, ich mache eine kurze Meditation nur. Meditiert auch mal, Faggers. Jetzt bin ich durch mit der kurze Meditation. Was geht ab, Marc? Ich hatte jetzt gerade kurz noch meine Meditation eingelegt und ich wollte noch kurz fragen, also ganz allgemein, warum ist es eigentlich so, dass man tagsüber nichts isst und abends dann oder nach Sonnenuntergang dann anfängt zu essen? Also welcher Brauch wird da zelebriert? So, meine Freunde, ich bin jetzt hier, Steffen ist jetzt auch da, wir werden jetzt kurz ein, zwei Bilder machen. Was geht, Arzt? What's poppin', man? Okay, wir laufen jetzt eine Runde durch die Stadt. Ich hätte übel Bock jetzt, mir einen Smoothie zu holen. Scheiße, Alter. Mal mit Steffen das ein oder andere witzige Picture. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das so mit der Hydration verhält. Let's see, dude. Ob ich mich schon auf Iftar freue. Ja, ich freue mich extrem auf Iftar. Ich muss sagen, aktuell fühlt sich alles ziemlich schwebeleicht an. Also, schwebelos. Nee, also ich bin irgendwie so ein bisschen benebelt. Ich habe nicht so richtig den Start in den Tag gefunden. Voll viele Moslems ist wahrscheinlich gerade so, ey, was labert der? So, was ist das für ein Lappen, Alter? So, was erzählt der gerade von Schwebelos? Für mich fühlt sich das gerade so an. Ich gebe nur meinen aktuellen Gemütszustand wieder. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall jetzt gleich, die Jungs im Zex-Store zu sehen und mir keinen Shake zu holen. Alter, wo ist Chris, der Teilzeit-Hustler? Wie zu Hause. Ja, ey, was geht, Hüsschen, Alter? Alles gut, Mann. Alter. Also meine Speichel wird langsam schon etwas dickflüssiger. So ein Bastard. Hey, Junge, reg mich nicht auf. Leute, Most Intelligent Move. Ich gucke mir erstmal meine eigene 10.000 Kalorien Challenge an. Ich sag dir, ey, lach ich. Er schaut sich die 10.000 Kalorien Challenge an und fastet dabei. Ja, natürlich sehr sinnvoll. Wir wollen hier eigentlich seit einer halben Stunde losgehen, Fotos machen.
Ich bleib hier. Gemütlich. Dass sie nicht mehr bleibt. Ich bin in meinem Zimmer. Hier 2000. CBD Joint. Ja, ja, ja. Okay, okay. Ich baller jeden Tag den Schlager, Mann. Was bin ich nur für ein harter Mann? Geh, mach mal weiter deine, mit deiner Blamage. Scheiße. Ich hör mich an, als wärst du auf Nase. Ich hör mich an, als wär ich auf Nase. Scheiße, ist das cringe. Was für eine coole Phrase. Oh mein Gott, Digga, bitte als Maul. Scheiße, Mann, freue ich mich heute Abend auf Iftar. Ich kann mich nicht erinnern, wann ein Essen je so lit war. Man sich da reinversetzen kann, was halt die Armen durchleben. Beispielsweise den Verzicht. Das heißt, wenn man jetzt vermögend ist, wir kennen das gar nicht, dass wir können an den Kühlschrank gehen, wir können immer was essen, was trinken. Und im Monat Ramadan verzichten wir halt für Gott, solange die Sonne da ist, auf Essen und Trinken. Wenn wir schon dabei sind, Grüße gehen raus an Marc. Hier hinten sind wir auch direkt dreimal die Pepsi. Absolut rare one. Findest du sexy? Ich trage die Rolex Pepsi. Look at this beautiful park here in the central of Stuttgart. It's the central park. Ja, Freunde, also ich muss sagen, auch wenn es gerade übel cringe ist, dass ich hier Oberkörper frei rumlaufe, ist gerade übel angenehm, so diese leichte Brise zu spüren. Steffen und ich machen mal wieder lustige Instagram-Bilder. Hoffen wir's. Seid auf jeden Fall gespannt, da kommt ganz übel Müll auf euch zu. Warum ist es komisch, in Deutschland oberkörperfrei rumzulaufen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Ibiza bin und dort oberkörperfrei rumlaufe, dann ist es völlig das Normalste der Welt. Liegt es vielleicht daran, dass mehr dort ist? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe schon wieder nicht gefilmt. Oh, Junge. Es ist auf jeden Fall extrem sinnvoll für mich, den ganzen Tag durch die Sonne zu laufen, Bilder zu machen, ohne was zu trinken. Das wird sich sicherlich positiv auf mein Verhalten auswirken. Jetzt brauche ich echt eine Pause. Jetzt schallert es gerade schon ein bisschen rein, muss ich sagen. Mein Mund ist gerade so unglaublich trocken. In 10 Minuten ist das nächste Gebet. Ich bin hier gerade die ganze Zeit daheim. Daheim? Hä? Ich bin übelst energielos. So. Mich würde halt interessieren, ob sich das noch bessern würde, wenn ich jetzt das länger machen würde. Aber auch mal ganz abgesehen davon, fürs Fitness ist echt abgefuckt. Freunde, 17.49 Uhr. Übel. Es wird Zeit für das nächste Gebet. Vor allem, weil ihr euch gar keine Nahrung zuführt und so. Für Fitness ist es halt echt nicht geeignet. So. Aber naja, sind ja eh nur 30 Tage eigentlich. Beziehungsweise die nächste Meditationsrunde. Es sind jetzt noch 2 Stunden. Ah, ich bin so müde. Ah, ich bin voll im Film. Aber wie ist denn eure Erfahrung da so? Fällt euch das leicht? Jetzt werde ich auf jeden Fall kurz mir Essen kaufen. Ey Leute, ich werde mir gleich so richtig geil Hähnchen gönnen. Protein it out, more focus. Mann, ich werde in diesen Einkaufssupermarkt reingehen und ich werde die Leute angrenzen. Ja, Leute, gleich haben wir es geschafft. Es ist noch ungefähr eine gute Stunde. Na, 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 ich liebe die Äpfel und Hähnchen, Orangensaft und noch ganz vieles mehr Spaß. Ich habe ganz viele Dinge. Ich habe Rice, okay? Ich habe Fleiß, ich habe... Ich habe Gottverdammt nochmal die wichtigste und lebenserzwinglichste... Ja, Wasser. Oh, maximal noch eine halbe Stunde, dann geht's endlich los, Leute. Dann werde ich werde mich hinsetzen, Leute. Also da, an der Stelle muss ich echt mal kurz Respekt aussprechen an alle die Moslems, die das wirklich durchziehen. Ich weiß nicht, ob man sich mit der Zeit dran gewöhnt, aber Alter, ich bin gerade so richtig... Man blendet den ganzen anderen Shit, wie gesagt, auch du bist nur so drauf fokussiert. Und wenn auch irgendwas Beschissenes anderes passiert, dann denkst du, ist halb so wild, so, ganz ehrlich. Solange ich essen und trinken kann, ist alles in Ordnung. Wann setzt man sich heutzutage echt nochmal so wirklich richtig hin, tut einfach mal nichts und guckt einfach mal so zum Beispiel hier so vom Balkon runter oder so. Wann macht man das heutzutage noch? Nein, Digga, der erste Step, den man gleich geht, ist, man nimmt das Handy, macht Musik an, WhatsApp, bla bla. Ich freue mich einfach nur auf Iftar it in, man. Zum Food habe ich mir gegönnt Hähnchen, Apfel, Reis, Nüsse, Orangensaft und Wasser. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, Alter, happy Iftar. Boah, das ist gerade satisfying. Ja, ich bin sowieso eine Pussy, was das angeht. Digga, ich trinke so 5 Liter Wasser am Tag. Ich krieg schon Panik, wenn ich mal so eine Stunde nichts getrunken habe. Dann bin ich so, oh Mann. Der Apfel schmeckt gerade wie das Elixier des Lebens. Na, okay. Ich tue so, als hätte ich ein Jahr nichts gegessen gerade. Also ich muss wirklich sagen, der Tag war ein bisschen verklatscht. Es war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht soweit. Ich habe jetzt natürlich nicht 5-mal gebetet. Ich fand es einfach mal interessant für mich als eigentlicher Christ, ne? Und ich bin ja sowieso jetzt kein religiöser Mensch, sowas trotzdem mal zu machen. In diesem Sinne, meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt mir mal gerne eure Erfahrungen mit dem Thema und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut auf jeden Fall
ich kann da auch nur Respekt aussprechen für die, die gebildet haben. Mir ist aber aufgefallen, dass immer weniger Leute fasten meine ich natürlich, für diejenigen, die gefastet haben. Aber es ist Fasten tatsächlich immer irgendwie immer weniger, also zumindest hier in meinem Umkreis so. Aber auf jeden Fall Respekt an die, die es durchgezogen haben. Ich könnte es auf jeden Fall nicht. Ich könnte niemals 30 Tage lang fasten. Vor allem bei der Hitze, die jetzt draußen herrscht, könnt ihr vergessen. Aber auf jeden Fall Respekt. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen? Wie gesagt, ich würde es auf jeden Fall nicht durchziehen können. Ich denke aber, Trinken ist auf jeden Fall schlimmer als Essen. Ich meine, ihr habt immer das Verlangen, irgendwas zu trinken. Und Essen ist eigentlich jetzt nicht so schlimm. Aber wie gesagt, schreibt mal eure Erfahrung in die Kommentare für diejenigen, die es durchgezogen haben. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram.